Hallo Welt, da sind wir wieder hier zusammen mit der lieben Sarah. Hallo Sarah. Ja, hallo YouTube, hallo Richie, da sind wir wieder in der Nuka-Cola-Fabrik. Kanawa. Und Richie hat heute Lesestunde. Er hat gesagt, er fängt in der Mitte an, das heißt also am Terminal. Ja. Anmeldung zum Geschmackstest. Das ist das. Es ist kein Gefängnis hier. Es sieht nämlich so ein bisschen aus wie der Besucherraum im Gefängnis. Nicht, dass ich da öfter besucht werden würde. Ihr wisst ja, mein Raum ist zu. Ich bin angekettet am Stuhl und ich komme hier so einfach nicht raus. Besuch bekomme ich auch nicht, also brauche ich auch keinen Besucherraum. Nuka-Cola Corporation, willkommen und Anmeldung. Willkommen. Willkommen beim Nuka-Cola Geschmackstestprogramm. Ihr Feedback ist unverzichtbar, um die nächste Generation prickelnder Getränkeerlebnisse für Nuka-Cola-Fans zu entwickeln. Lesen Sie bitte die Haftungsfreistellung durch und unterzeichnen Sie sie. Begeben Sie sich danach zu der Ihnen zugewiesenen Station, wo ein Mitarbeiter sich durch den Ablauf Sie durch den Ablauf führen wird. Haftungsfreistellung, Verzichtserklärung und Gefahrenübernahme. Ich, Punkt, 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 der Tester, stelle die Nuka-Cola Corporation, die Firma, hiermit in vollem Umfang von allen Forderungen hinsichtlich Verletzungen, Sachschäden oder Tod frei, die sich aus meiner Teilnahme an den folgenden Aktivitäten ergeben können: Testen unbekannter oder mit Codenamen versehener Flüssigkeiten. Testen unbekannter oder mit Codenamen versehener Speisen. Versehentliche Explosion, nein, versehentliche Exposition mit Strahlung, karzinogenen Giftmüll, Dämpfen, unter Umständen geruchlos und unsichtbar, nicht standardgemäßem Raumzeitzonen, Mikroben und/oder geheimnisvollen Mustern. Aktivitäten. Hiermit unterzeichne ich freiwillig und auf eigenes Risiko diese Verzichtserklärung und Gefahrenübernahme, um die Erlaubnis zu erhalten, die Einrichtungen oder das Eigentum der Firma nutzen zu dürfen und beim Testen unveröffentlichter Produkte zu helfen. Hiermit erkenne ich an und verstehe, dass die zuvor beschriebenen Aktivitäten mit Gefahren und Risiken verbunden sind und die mir im vollen Umfang erläutert wurden. Hiermit stimme ich zu, mich an alle Regeln, Anweisungen, Richtlinien und Abläufe der Firma in Bezug auf die Verwendung der Einrichtungen und des Eigentums zu halten. Durch Unterzeichnung dieser Verzichtserklärung und Gefahrenübernahme akzeptiere ich die Gefahren und Risiken in vollem Umfang und erkläre mich bereit, nach bestem Ermessen an diesen Aktivitäten teilzunehmen. Darüber hinaus erkläre ich mich bereit, die Firma sowie ihre Mitarbeitervertreter und leitenden Angestellten, die anderen Tester und die United States Navy hinsichtlich aller Haftbarkeiten in Bezug auf meine Teilnahme an den Aktivitäten schad- und klaglos zu halten. Hiermit bestätige ich, dass ich volljährig und ermächtigt bin, diese Verzichtserklärung und Gefahrenübernahme zu unterzeichnen, was freiwillig, einvernehmlich und ohne Zwang erfolgt und dass ich beabsichtige, damit mich meinen damit mich, meinen Testamentvollstrecker, meine Erben sowie meine Vermögensverwalter oder Rechtsnachfolger in vollem Umfang an dieser Erklärung zu binden. Obige Erläuterungen habe ich gelesen und verstanden und erkläre durch meine Unterzeichnung meine Zustimmung zu den Bedingungen dieser Verzichtserklärung und Gefahrenübernahme. Unterschrift und Datum im Beisein von Name, Anschrift, Telefon. Und dann haben wir hier noch die Vertraulichkeitsvereinbarung. Schutz.
vertraulicher Informationen. Paragraph 1.101 Vorsichtsmaßnahmen. Die Empfängerseite, der Tester, ergreift angemessene Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen gegen unbefugte Nutzung oder Veröffentlichung. Diese dürfen nicht geringer ausfallen als jede, die die Nuka-Cola Corporation, die Firma, für ihre eigenen Informationen vergleichbarer Art und vergleichbaren Werts ergreift. Paragraph 1.102 Nutzung vertraulicher Informationen. A. Der Tester muss vor jeder Nutzung vertraulicher Informationen die schriftliche Einwilligung der Firma einholen, wobei jede derartige Nutzung als erlaubte Nutzung bezeichnet wird. B. Falls die Parteien ausgewiesen durch einen schriftlichen Beleg diese Vereinbarung in Verbindung mit in diesem Unterabsatz aufgeführten Aktivitäten eingehen, B, gilt Folgendes. Die Firma stimmt der Nutzung vertraulicher Informationen durch den Tester während des Zeitraums dieser Vereinbarung in für die entsprechende erlaubte Nutzung angebrachtem Maße zu. Paragraph 1.103 Offenlegung vertraulicher Informationen. A. Der Tester darf keine vertraulichen Informationen offenlegen, außer I, wie in dieser Vereinbarung festgelegt, oder Doppel-I, nach vorheriger schriftlicher Erlaubnis durch die Firma. Jede derartige Offenlegung gilt als verbotene Offenlegung. B. Als erläuterndes Beispiel einer Offenlegung vertraulicher Informationen ist es dem Tester untersagt, jegliche Übereinstimmung oder Ähnlichkeit zwischen vertraulichen Informationen und Informationen aus anderen Quellen zu bestätigen, mit Ausnahme von Fällen, in denen dies im Rahmen dieser Vereinbarung erlaubt ist oder die vorherige schriftliche Einwilligung der Firma erfolgt ist. Paragraph 1.104 Kraftgesetzes erzwungene Offenlegungen. Der Tester darf vertrauliche Informationen offenlegen, wenn er Kraftgesetzes dazu gezwungen ist, zum Beispiel aufgrund einer Vorladung eines Durchsuchungsbeschlusses oder einer Erklärung an die Börsenaufsicht. Wobei gilt, dass der Tester eher die Firma so früh wie möglich von einer derartigen Offenlegung in Kenntnis setzen und Doppel-I in angemessener Weise mit der Firma kooperieren muss, um auf Bitten und Kosten der Firma die Offenlegung einzuschränken und oder Rechtsschutz aufgrund der Offenlegung der Informationen zu erlangen. Paragraph Entschuldigung, Paragraph 1.105 Beachtung von Gesetzen zu Offenlegungen zur Klarstellung. A. In Bezug auf alle Offenlegungen und Nutzungen vertraulicher Informationen durch den Tester ist die Beachtung der Gesetze erforderlich, darunter beispielsweise alle anwendbaren Gesetze zur Offenlegung aufgrund von Exportkontrollen persönlicher finanzieller Daten oder persönlicher Gesundheitsdaten, die nicht von der vor der Aufnahme des Tests zu unterzeichnenden Haftungsfreistellung abgedeckt werden. B. Diese Bestimmung allein gilt nicht als Genehmigung für Offenlegungen durch den Tester. Paragraph 1.106 Erforderliche Kooperation zum Verhindern widerrechtlicher Nutzungen durch Dritte. A. Falls von der Firma angefordert, kooperiert der Tester in angemessenem Umfang, um widerrechtliche Nutzungen der vertraulichen Informationen durch Dritte zu verhindern. B. In einem derartigen Fall wird die Firma dem Tester alle in Verbindung mit einer solchen Kooperation stehenden angemessenen Kosten erstatten. Paragraph 1.108 Erforderliche Meldung bekannter oder vermuteter widerrechtlicher Nutzungen. A.
Die Firma wird dem Tester unverzüglich jegliche bekannten oder vermuteten widerrechtlichen Nutzungen vertraulicher Informationen melden. B. Zur Klarstellung. Der Tester muss der Firma keine Meldung erstatten, falls dies gesetzlich verboten ist. Unterschriftdatum im Beisein von Name, Anschrift und Telefon. Oh, das war's schon. Sehr gut. Ja, dann rechts oder links, Richie? Ich bin Linksgänger, also links. Okay, dann fangen wir links an. Hier? Darf ich die Nuka-Cola haben? Ja, und hier hinten ist die erste Kabine. Ach so, ja, oder so. Okay. Du hast gesagt links, also links. Ja. Können wir das beide nehmen? Ich denke ja. Feedback-Formular NCB02-A6A1. Du kommst nicht dran, so vielleicht. Ach so, ja. Okay, Nuka-Cola-Beta-Test. Da hast du es gekriegt, ja? Ja, so viel über ja, genau. Nuka-Cola-Beta-Test, Feedback-Formular. Probenummer NCB02-A6A1. Auf einer Skala von 1 bis 10, mit 10 als Höchstwert, bewerte bitte deine Eindrücke von der Testprobe. Intensität 6, Mundgefühl 2, Säuregrad 5, Aroma 7, Geschmacksprofil 7, Süße 2, Metallgeschmack 9, Nachgeschmack 4, Suchtfaktor 4. Geschmack insgesamt 3, Eindruck insgesamt 5. Ergänzende Erkundungen, Anmerkungen. Ist es normal, dass einem die Zähne jucken, nachdem man das Zeug getrunken hat? Habt ihr vielleicht einen Zahnstocher oder einen Bohrer oder sowas? Ja, toll. Die waren also Tester von Nuka-Cola. Ja, dabei hätte mich jetzt schon interessiert, was der hier getrunken hat oder gegessen. Kommst du da dran? Ja, du auch? Jo. Leeres Feedback-Formular. Okay, das wird wohl leer sein. Ja, das ist leer. Okay. Nehmen wir mit. Ach, was habe ich gesagt? Feedback-Formular? Feedback. Ja, Feedback natürlich. Ich dachte, dass die haben doch auch hier von Speisen gerade was geschrieben, oder? Im Terminal. Meine ich. Wie auch immer, hier haben wir noch das Feedback-Formular zur NCQ-17-JH1A. Nuka-Cola-Beta-Test Feedback-Formular, Probennummern NCQ-17-JH1A. Naja, wieder von einer Skala, auf einer Skala von 1 bis 10 mit 10 als Höchstwert. Bewerte bitte deine Eindrücke von der Testprobe. Hier steht überhaupt gar nicht drauf, welche Testprobe das ist, oder? Ja, die Testprobe ist ja NCQ 17. Ach so, Strich. Ja, Probe. Aber er hat halt alles auf 10 bewertet. Alles ist, auch Suchtfaktor ist sehr hoch. Okay, ja. Alles auf 10 also. Ergänzende Anmerkungen. Ich blickte in das Antlitz unseres allmächtigen Gottes und sonnte mich in seiner unendlichen Pracht. Ich fühle mich eins mit allem, was lebt. Dieses Erlebnis muss der ganzen Welt zuteil werden. Was haben die denn da für Drogen reingekippt? Das würde ich jetzt aber auch ganz gerne wissen. So. Hier gibt's noch eins. Ja. Leeres Feedback-Formular. Oh, okay. Gut, Lesestunde beendet. Oh, schade. Wollen wir nochmal? Nein. Wir können ein bisschen hier rumgucken. Vorsicht, Gule und so. Hier ist eine Tür. Ist ein Licht eigentlich ausgeschaltet? Meins ist eingeschaltet. Ja, sonst sieht man ja nichts, oder? Nee, ist sehr dunkel. Atomarer Abfall. Ja. Honig, Zucker. Das Zeug muss ja irgendwo verwertet werden.
Oh, komme nicht dran. Ich hacke mal eben den Goal. Hat zwei Treffer. Smooth. Real. Real könnte es sein, wenn es AL ist. Ja, ich bin drinne. Jetzt ist so, Richie, da ist wieder was zum Lesen. Komm, Arbeit für Aktu dich. aktueller Produkt. Kannst du da dranne? Aktueller Produktstatus. Nuka-Cola Corporation Produkte Testphase. Seelöwe, Walross haben wir dann noch, Seebär, wütender Biber und Safe-Steuerung hatten wir auch noch. Aber erstmal Seelöwe. Das ist also der Produktcode NCB02-A6A1. Das war das erste, was wir gelesen haben vorhin hinten. Der erste Test, der nur eine 4 bekommen hat in der Gesamtbewertung, meine ich. Nee, war das nicht Nuka-Cola Quantum? Wo hast du die nicht in der zweiten Kabine gefunden? Das Komische war, da wo die Nuka-Cola Quantum und die leere Flasche standen, War da war keine. der Test war leer. So. Okay. Das war gar nicht ausgefüllt, komischerweise. Hat vielleicht noch keiner getrunken. Die war ja auch voll, die Nuka-Cola-Quantum-Flasche. Ja. Vielleicht deswegen. Produkt, Codename, also Seelöwe. Schon mal ein sehr guter Codename für ein Produkt. Aber es ist ja auch nur der Codename. Version Punkt 96. Veröffentlicht, verwendeter Name Nuka-Cola Quantum. Notizen zur aktuellen Variante. SR-58 durch SR-90 ersetzen. Synthesevorgang zu kostspielig. Aha, okay. Walross. Oder war doch so, ne? Ich meine, vielleicht auch nicht. Ich kann ja gleich nochmal zurückspulen und gucken. Produktcode NCB02-A6A1. Ist das nicht das gleiche wie gerade? Moment, Seelöwe? Ja. Produktcode ist der gleiche. Wieso das denn? Muss ich das verstehen? Nee, ich verstehe es auch nicht. Okay, der Produktcodename ist allerdings Walross und die Version ist 1. Ach, das ist eine andere Version. Ah, okay. Die Version ist nämlich 1.02. Öffentlich verwendeter Name ist dann Nuka-Cola Black. Notizen zur aktuellen Variante: Kaffeegrundstoff durch Amphetamin ersetzen. Also Dextromethamphetamin. Nein, nochmal. Dextromethamphetamin. Ist doch gar nicht so schwer, oder? Siehste. Seebär! Seebär, Produktcode NC0, das ist ein anderer Code, Strich 022R, das hatten wir aber auch vorhin auf den Testblättern noch nicht gelesen. Produkt, Codename ist also Seebär und Version ist Punkt 86. Öffentlich verwendeter Name ist Nuka-Cola Orange. Notizen zur aktuellen Variante: Birnengeist als Geschmacksgrundstoff verwenden. Intensiven Nachgeschmack durch Spuren von Arsen verringern. Ja, allerdings. Jetzt eine Biber. Der wütende Biber, das hört sich doch ganz putzig an. Produktcode ist auch ein anderer, das ist NCQZ-DR43. Das hatten wir auch noch nicht. Also das hat noch keiner getestet, zumindest vorhin. Produktcodename wütender Biber, Version Punkt 54. Öffentlich verwendeter Name ist Nuka-Cola Quarz. Ja, die kennen wir auch. Notizen zur aktuellen Variante. Versuchen, nicht lösliche Zuckerflocken hinzuzugeben, um Quarz zu simulieren. Überprüfen, ob dies den Kavitationsproblemen der vorherigen Versionen entgegenwirkt. Okay. Safe-Steuerung. Dann mach Möchtest mal du? auf. Mach du. Okay. Schloss deaktivieren. Jawohl, ja. Überprüfe Freigabe autorisiert, deaktiviere Schließmechanismus, meine ich, und abgeschlossen. Leuchtfackel, Holzbrustteil, aber ausgegraut. Das heißt, ist nicht in unserem Level. Damit sind wir am Apropos Ende der. Level. Ja, nächste Folge können wir das dann mal machen.
Level leveln. Level, Level. Hast du auch ein Level, Level gekriegt? Oh ja, ich spare mir die Punkte auf. Ah ja, aber kannst du trotzdem schon mal gucken. Muss ja nicht vergeben. Oh, da hinten ist ein Ghoul. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ja, vielen Dank auch für eure Kommentare, eure Tipps und Tricks. Lieben Dank dafür. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.